McLaren und Mercedes scheinen getrennte Wege zu gehen, sei es in der Formel 1 oder bei der Produktion seiner Supersportwagen. Als Nachfolger des gemeinsam produzierten, eine halbe Million teuren Mercedes McLaren SLR bauen die Briten nun im Alleingang den MP4-12C. Und der wird deutlich billiger werden. Knappe 170.000 Euro soll er kosten und das bringt ihn preislich in dieselbe Liga wie den Hauptkonkurrenten Mercedes SLS AMG. Die Motorleistung beträgt 600 PS. Die werden von einem downgesizten V8-Motor mit lediglich 3,8 Litern produziert. Für die Power sorgt eine Biturbo-Aufladung und eine variable Ventilsteuerung. 600 Newtonmeter Drehmoment stehen maximal zur Verfügung und hochdrehen kann man ihn bis auf 8500 Umdrehungen. Den Sprint von 0 auf 100 soll er in knapp über 3 Sekunden bewältigen und die Spitze liegt bei über 300 km/h. Aufgrund des Downsizing besitzt der MP4-12C den geringsten CO2-Ausstoß aller momentanen Autos inklusive Hybridautos. Zumindest im Verhältnis zur Leistung. Aus der Formel 1 ist die Brake-Steer-Technik, mit der die Wagenstabilität in Kurven durch das Abbremsen des Kurveninneren Hinterrads erhöht wird.